Hallo, ich heiße Tamara, ich bin Plon-Redakteurin und arbeite für die Digitalagentur Interaktiv in Kerpen-Sindorf. Ich werde dir in diesem Video verraten, wie du deine Website-Texte für Suchmaschinen optimieren kannst. Denn dafür kannst du schon einiges tun und was genau, schauen wir uns gemeinsam an. SEO-Optimierung ist super wichtig, um sicherzustellen, dass deine Inhalte online gefunden werden. Denn wenn du eine Website hast, auf der du Produkte oder Dienstleistungen verkaufst und du auch wunderbare Texte hast, die aber nicht gut ranken, dann werden diese wahrscheinlich nicht oder kaum gelesen werden. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit der Situation, wenn du in ein Restaurant gehst und du hast dir ein wunderbares Gericht ausgesucht und dieses Gericht wird in der Küche zubereitet. Aber nun gibt es keinen Kellner, der dir das Gericht an deinen Tisch bringt. Und deshalb wirst du es auch nicht essen können. Und um das zu vermeiden, schauen wir uns jetzt auf Plon Classic an, was du tun kannst, um deine Texte organisch besser ranken zu lassen. Du siehst, wir sind hier auf einer Plon Classic-Seite. Du hast hier oben den Titel, die H1, darunter die Beschreibung. Meta Description und dann den Textbereich, also da, wo dein Haupttext hinkommen soll. Bevor du anfängst, einen Text zu erstellen, solltest du dir überlegen, welche Keywords du verwenden möchtest. Das sind die Begriffe, die dein Leser in eine Suchleiste tippen wird, um auf deine Website zu gelangen. Sobald du weißt, welche Keywords du verwenden möchtest, kannst du loslegen. Wir haben hier die H1. Die H1 gibt es auf jeder Seite nur einmal. Es ist die wirklich wichtigste Überschrift und unheimlich wichtig für SEO. Und deshalb gehören hier auf jeden Fall die Hauptkeywords hin. Und definitiv kein herzlich willkommen auf dieser Website oder so ähnlich. Denn ganz ehrlich, wie oft hast du auf der Suche nach einer Lösung für ein Problem in die Suchleiste eingetippt? Herzlich willkommen. Und genau so geht es deinen Lesern auch. Ich habe jetzt, um das Ganze anschaulicher zu machen, einen Text vorbereitet. Den kopiere ich dir hier rein. Plon-Konferenz 2024 in Brasilia, ein Muss für Content-Management-Profis und Liebhaber. Ich bin heute Bloggerin und möchte über die Plon-Konferenz 2024 berichten. Deshalb sind das meine Keywords. Und ich habe sie in die H1 definitiv platziert und zwar ganz weit vorne. Und als Texterin kann ich dir sagen, in die H1 gehört auch ein Hook. Das heißt, überleg dir, was dein Leser dazu veranlassen könnte, auch den Rest deines Textes zu lesen. Als nächstes kommen wir zur Meta-Description. Die Meta-Description ist auch unheimlich wichtig für SEO. Das ist der Text, der angezeigt wird unter den Suchergebnissen. Und der Text sollte auf jeden Fall klar und prägnant sein und den Inhalt deiner Website beschreiben. Da die Meta-Description auf 580 Pixel begrenzt ist, empfehle ich dir, den Text nicht länger als 150 bis ja, maximal 155 Zeichen zu machen, denn danach wird er automatisch mit 3 Punkten abgekürzt. Du hörst also, falsch wäre es, zu lange Meta-Descriptions zu verwenden und was definitiv auch falsch wäre, wenn deine Keywords oder dein USP nicht in der Meta-Description zu finden wäre. Für unseren Plon-Konferenz-Blogbeitrag habe ich natürlich auch eine Meta-Description verfasst. Und wir schauen mal gemeinsam auf diese Description. Hier sind unsere Keywords Plon-Konferenz 2024. Und ich habe textlich auf jeden Fall versucht, richtig Lust auf den Blogartikel zu machen, um den Leser auf meine Website zu lenken. Jetzt kommen wir zu deinem Haupttext. Der kommt in diesem Bereich. Das können wir schon mal löschen.
Generell als Texterin empfehle ich dir auf jeden Fall mit Zwischenüberschriften zu arbeiten und deinen Text zu strukturieren, weil, wie du es vielleicht auch von dir selbst kennst, es gibt Leser, die scannen Texte, die schauen einfach mal auf die Zwischenüberschriften oder wenn Bullet Points zu sehen sind und orientieren sich daran. Und entscheiden dann erst, ob sie den weiteren Text überhaupt lesen möchten. Und dann gibt es natürlich auch die Leser, die wirklich Wort für Wort aufsaugen. Aber selbst den Lesern hilft es ungemein, wenn du eine Struktur in deinen Text bringst, weil das Gehirn die Inhalte viel besser erfassen und verarbeiten kann. Und am Ende möchtest du ja, dass dein Leser unheimlich viel aus deinem Text mitnimmt und nicht irgendwie zwei, dreimal liest und am Ende einfach nichts haften bleibt. So, und dann kommen wir zu SEO selbst. Es ist wichtig, dass du deine Keywords sowohl im ersten Textabschnitt als auch in der ersten Zwischenüberschrift platzierst, und zwar relativ weit vorne. Achte auf jeden Fall darauf, dass die Keywords genau so verwendet werden, wie sie auch in der Suchleiste eingegeben werden. Also wenn jetzt jemand, in unserem Fall hatten wir gesagt, das ist Plon-Konferenz 2024. Du siehst, ich habe mich beim Wort Konferenz für die deutsche Schreibweise entschieden. Das ist mein Keyword. Wenn ich jetzt in der Meta-Description und im Text eine andere Schreibweise verwende, die englische, dann wäre das für mein Ranking nicht gut. Also bleibe ich wirklich konsequent bei dieser Schreibweise. Was jedoch auch wichtig ist, ist Keyword Stuffing zu vermeiden, weil wenn du jetzt denkst, oh, ich muss meine Keywords verwenden, damit ich einfach organisch viel besser ranken kann, mehr ist mehr, dann ist das wiederum falsch, weil Google so etwas abstraft. Also wenn du jetzt jeden Satz mit Plon-Konferenz 2024 beginnst, dann denkt die Suchmaschine, ah, da findet Keyword Stuffing statt, aber dieser Text ist nicht kein Mehrwert für den Leser und deshalb wird er dich nicht weit vorne anzeigen. Deshalb benutzen wir die Keywords, wie besprochen, im ersten Textabschnitt und in der ersten Zwischenüberschrift. Und was du danach bitte machst, ist dir ganz viele Synonyme zu überlegen, die du stattdessen verwenden kannst. Ich nehme jetzt meinen vorbereiteten Text. Du siehst, hier habe ich den ersten Textabschnitt und ich habe dir extra die Keywords bold markiert, damit du sie auch leicht erkennen kannst. Mein erster Textabschnitt sind, ich zähle nach, drei Sätze und lediglich der erste Satz enthält die Keywords. Dann kommen wir zur ersten Zwischenüberschrift. Du siehst, auch hier habe ich die Keywords platziert. Plon-Konferenz 2024, genau mit derselben Schreibweise. Und dann habe ich aus textlicher Sicht eine Frage hinterhergestellt, weil Fragen einfach den Leser dazu bewegen, im Kopf eine Antwort zu finden und einfach ja, auf deinen Text zu reagieren. Ich habe jetzt einen einleitenden Satz formuliert, dann mit Bullet Points den Text strukturiert. Wenn ich jetzt weiterschreiben würde, würde ich abschließend noch zwei, drei Sätze ergänzen. Und dann käme ich in diesen Bereich. Das wäre für mich der nächste Themenabschnitt. Zum Beispiel der Veranstaltungsort Brasilia. Und da gehört auf jeden Fall eine neue Zwischenüberschrift hin. Und in diese Zwischenüberschrift brauchst du dann nicht die Keywords zu platzieren. Das hast du bereits in der ersten Zwischenüberschrift getan. Falls du jedoch deinen Blogartikel oder deine Seite mit Bildern anreichern möchtest, dann empfehle ich dir, in die erste Bildunterschrift die Keywords zu packen.
Denn dadurch kannst du auf jeden Fall noch mal besser ranken. Du siehst, du hast unheimlich viele Möglichkeiten, organisch deine Website besser performen zu lassen. Und zum Abschluss möchte ich dir noch Folgendes mitgeben. Wenn du eine Website hast, die bis jetzt nicht ganz so viel Traffic hatte und du dich aber jetzt inspiriert fühlst, diese zu optimieren, dann kannst du das auch gerne mit KI machen. Google hat grundsätzlich nichts gegen künstliche Intelligenz. Allerdings solltest du dabei Folgendes beachten: Das Tempo zählt. Denn wenn du in den letzten Jahren nur ein oder zwei Blogbeiträge hochgeladen hast oder gar nichts auf deiner Website gemacht hast und jetzt plötzlich stündlich einen Beitrag ablieferst, dann wird Google das auf jeden Fall nicht so toll finden und auch abstrafen. Falls du noch Fragen zu SEO hast oder zum Texten allgemein, dann stell sie uns gerne über Social Media. Du findest uns auf den bekannten Kanälen von LinkedIn zu Insta, Facebook, Twitter. Ich hoffe, das Video hat dir weitergeholfen und ich wünsche dir jetzt viel Erfolg für deine SEO-Optimierung. Tschüss!